Maria Magdalena Channeling von Lünlabort, Kommentar zur Lektion 114, Wiederholung der Lektion 97, ich bin reiner Geist, und 98, ich will meine Rolle in Gottes Heilsplan akzeptieren. Schauen wir, was Magdalena dazu zu sagen hat. Ich grüße euch, Geliebte. Da ist Liebe und da ist nur Liebe. Gottes Heilsplan schließt dich ein. So tief, denn du bist der Geist, du bist der Atem, den er atmet, den er geatmet hat. Lasse deshalb jede Interaktion, die du heute hast, jeden Tag, den du heute hast, jeden Gedanken, den du heute hast, jedes Wort, das du sprichst und jede Handlung, die du tust, mit der Liebe erfüllt sein, die Gott ist und die Liebe, die du bist. In dem Wissen, dass du Geist bist, bist du die Repräsentation von Gott inkarniert. Du bist die Heiligkeit und die Göttlichkeit. Also wenn du heute deinen Weg gehst in deiner Welt, schau auf jedes Wesen, schau auf jeden Moment, schau auf jedes Objekt und such nach Gott, der darin eingebettet ist. Schau nach dem Geist, der darin liegt, nicht auf diese Fassade des Körpers, der äußerlich ist. Die Bedenken, die du bezüglich deines Körpers hast, deine Falten, dein graues Haar, dein Gewicht, wie groß du bist, wie klein du bist, wie dick du bist, wie dünn du bist. Lass das nicht deine Sorgen sein. Das sind die Sorgen der Sterblichkeit und der Sterblichen, die glauben, dass sie tatsächlich getrennt sind von der Heiligkeit. Erlaubt euch heute, Geliebte, zu der Erkenntnis zu kommen, dass alles in göttlicher Perfektion ist. Jeden Baum, den du siehst, jeden Vogel, den du singen hörst, bis zu den Sesseln und Betten, und den Büchern bis hin zu den Menschen, die dich unvorstellbar irritieren, wisse, dass sie zu dir kommen als Boten des Geistes und Boten Gottes. Und dein Teil in Gottes Heilsplan ist fähig zu sein, zu sehen und zu vergeben. Jeden Gedanken, der das Gegenteil davon ist, das Gegenteil von Liebe und von der Fähigkeit, den Geist und das Licht im Inneren zu sehen. Schau nach dem Licht in dir selbst und dort wirst du es auch finden, Geliebte. Wenn du Freunde triffst und deine Freunde kritisieren dich, dann verstehe, dass du in jedem Moment eine Wahl hast, dort einzustimmen in diese Kritik oder dir selbst die Freiheit zu erlauben, zu sagen, ich wähle mich daran nicht zu beteiligen, ich wähle daran nicht teilzunehmen, in dem, was tatsächlich meine Frequenz niedriger macht. Geliebte, je höher eure Frequenz ist, umso einfacher ist es für den Geist, euch zu kontaktieren. Und umso einfacher ist es für euch, euch mit eurer eigenen, wirklichen Essenz von euch zu verbinden. Geliebte, erlaubt euch heute, Erlösung in allen Dingen zu finden, und das bedeutet Vergebung. Wenn du einen Autounfall hast, dann halte danach Ausschau, was das Wunder ist, das in diesen Umständen gemeint ist. Schau, worum es geht bei dem Fahrer, zu dem du gesagt hast, ja, lass uns unsere Autos zusammenknallen, sodass wir die Lektionen der Liebe lernen können. Kommt zu der Erkenntnis, dass in Zeiten, wo ihr stark getriggert werdet, dass da eine Botschaft drin steckt. Und da ist etwas, was versucht wird, dass es dir gezeigt wird. Schau nach den Tieren, denen du heute begegnest, ob das ein Hund ist oder eine Katze oder eine Eidechse oder eine Schildkröte oder ein Frosch oder ein Löwe oder ein Bär. Was schenken dir heute diese Geschöpfe? Was sind die Botschaften, die zu dir gebracht werden? Das sind überall Botschaften, Geliebte. Botschaften des Geistes, die dich zurück auf den Weg führen und die sich in die Richtung führen, die dir immer bestimmt war. Wie kannst du heute deinem Licht und wie kannst du heute deinem Geist erlauben, Führung für andere zu sein? Wie kannst du deinem Anblick erlauben, die Präsenz zu sein, die einem anderen erlaubt zu sagen, ach ja, anstatt mich heute zu beschweren, werde ich, denke ich, wählen zu feiern. Ich glaube, ich werde stattdessen von glücklichen Zeiten sprechen. Ich glaube, ich will mich nicht beschweren. Ich glaube, ich will stattdessen segnen. Denn ein beschwerender Gedanke, ein urteilender Gedanke
Ist so ein bisschen, als ob man Schmutz in klares Wasser macht. Also wenn ihr euch erlaubt, in das Feld des Spieles zu kommen, des Spielens, dann seht ihr überall Wunder. Überall ist Liebe. Du wirst vom Geist gegrüßt. Du wirst von der Liebe gegrüßt. Du wirst vom einen Tanz der Engel gegrüßt und höherer Wesen. Und sie wollen dir die Richtung zeigen, wo du sagst ja. Und sie sagen, du bist göttlich, du bist Geist, inkarnierter Geist. Wenn du einkaufen gehst im Laden, wenn du zum Frühstück oder Mittag oder Abendessen gehst mit deinen Freunden, dann schau dich um und schau, ob du jedes Wesen segnen kannst und das mit dir anwesend ist. Schau, ob du ihnen Liebe anbieten kannst. Schau, ob du den Geist sehen kannst, der in ihrem Körper ist. Die Heiligkeit, die sie sind. Und dann, Geliebte, geh zum Spiegel und schau, ob du dir selbst dieses gleiche Gefühl von Schönheit erlauben kannst. Das gleiche Gefühl von Wissen und das gleiche Gefühl der Liebe. Und die Fähigkeit, die Schönheit zu sehen, die in dir liegt. Und das Glück und die Freude und die Heiterkeit von deiner eigenen Anwesenheit, von deinem Sein. Denn das ist die Wahrheit von dir. Und wenn du dir erlaubst, dich durch den Tag zu bewegen, mit dem Erinnern, dass du wirklich göttlicher Geist bist, zu jeder vollen Stunde, und zu wissen, dass durch deine Erlösung, die dir gegeben wird, durch deine eigene Vergebung, also es wird dir dadurch gegeben, und du hattest vergessen, dass du ein höchster Geist bist und dass du eine von Gottes Schöpfungen bist. Und dann kannst du das jedem geben. Und du kannst es jeder Situation und jedem Umstand geben. Und segne sie und segne dich selbst für die Schönheit und die Anmut und die Majestät und die Heiligkeit, die zu Gott gehört. Und so gehört sie auch zu dir, Geliebte. Denn du bist eine Verkörperung von Gottes wahrster Schöpfung. Erlaube dir heute, aus dieser Wahrheit zu leben. Erlaube dir, dir darüber klar zu werden, dass du in jeder einzelnen Situation zur Wahrheit von dir zurückgeführt wirst und zur Wahrheit der Liebe, zu deiner Schönheit. Deine Schönheit, die sowohl im Inneren als auch im Äußeren liegt. Und Geliebte, erlaubt euch heute, einen Ort in euch zu finden, an dem ihr gesagt habt, das soll nicht so sein, und gebt dort die Gnade der Liebe hin und der vollkommenen Akzeptanz. Und dort werdet ihr euren Geist finden, der leuchtet. Er leuchtet so hell. Wir lieben euch. Wir geben euch unseren Segen. Und wir sind bei euch auf dieser Reise, Geliebte. Erlaubt uns, in euer Herz zu kommen. Und ihr werdet einen Ort finden, den ihr vergessen hattet. Wo ihr vergessen hattet, wer ihr seid. Und euren Weg vergessen hattet. Und wir werden euch das Licht schenken, damit ihr euren Weg nach Hause findet. Es ist nicht sehr weit. Es ist viel näher, als ihr denken würdet. Wir segnen euch, Geliebte, und wir werden wieder mit euch sprechen.